So, hier ein weiteres Video. Heute geht es um die Suche nach Influencern. Wo finde ich die richtigen Influencer für meine Marke, für meine Ziele? Worauf soll ich achten? Das Ganze hier in diesem Video. Und am Ende gebe ich euch noch ein paar Tricks und Tipps aus der Praxis. Also bis gleich. Hey Leute, hier ist Stars. Herzlich willkommen auf Social Influencers TV. Womöglich dein Guide für erfolgreiches Influencer-Marketing und Content-Management. Einige Umfragen haben gezeigt, dass die Suche nach richtigen Influencern eins der wohl schwierigsten Herausforderungen im Influencer-Marketing ist. Ganz kurz zum Influencer-Markt an sich. Abgesehen davon, dass der Influencer-Markt in Deutschland noch relativ jung ist im Vergleich zu anderen Ländern, reden viele schon von einer Influencer-Flut. Wir lassen uns erstmal so stehen. Fakt ist aber, dass sich immer mehr Leute trauen, einen eigenen YouTube-Kanal zu machen, so wie ich das jetzt gemacht habe, vielleicht einen Blog zu führen. Es gibt auch tatsächlich viele, die durch ein paar schöne Bilder auf Instagram auch schon Tausende an Followern gewonnen haben. Und ja, so sieht der Markt aktuell aus. Jetzt ist die Frage, wie finde ich den besten oder sagen wir den richtigen Influencer für meine Marke und für meine Ziele? Die Suche an sich fängt schon bei den Unternehmen an. Man muss sich wirklich klar machen, was ist das Ziel der Kampagne. Man soll seine Markenbotschaften klar definieren, um überhaupt zu verstehen, wohin die Reise gehen soll. Falls man das für sich definiert hat, macht man ein Avatar des Influencers. Ja, es hört sich krass an, aber es ist nichts anderes als einfach mal ein Wunsch-Influencer mit den gleichen Ansichten, mit den gleichen Werten und vor allem, das ist ganz wichtig, mit einer Community, also mit einer Followerschaft, die deine Zielgruppe auch widerspiegelt. Das Medium bzw. die einzelnen Plattformen sind erst einmal egal. Es sei denn, du willst unbedingt eine Instagram-Kampagne machen oder eine reine Facebook-Kampagne. Wobei, davon würde ich dir abraten, denn man soll sich nicht künstlich beschränken, denn die Zielgruppe kann überall sein, auch da, wo du es nicht glaubst. Viel wichtiger ist es zu verstehen, mit wem man da eigentlich zusammenarbeiten will und dafür ist natürlich so ein Avatar super. So, jetzt geht man also raus und schaut sich um, wer ist denn da so unterwegs, vor allem auf meinem Markt, in meiner Nische. Und das Erste, was einem einfällt, ist die Reichweite, ja, also die Abonnentenzahl. Aber da muss ich sagen, heute kann man sich kaum auf die Abonnentenzahl verlassen. Ihr wisst ganz genau Bescheid, ne? Maßen das Boot, Leute kaufen sich Follower dazu und so weiter und so fort. Also mit diesem Kriterium auch immer vorsichtiger. Genau deswegen hat sich die Herangehensweise etwas verändert. Sie wurde, sagen wir mal, ein bisschen taktischer. Denn heute geht es viel mehr um das Matching. Matching bedeutet, wie gut passt der jeweilige Influencer zu euch bzw. zu der Marke oder zu den Produkten, die ihr verkaufen wollt. Daher wird man zuerst schauen, ist der jeweilige Influencer überhaupt relevant für meinen Markt? Ist er fokussiert, schauen ihm oder hören ihm nur bestimmte Menschen zu oder bedient er die Massen? Außerdem wird man einfach mal schauen, wie ist so seine Persönlichkeit, passt sie zu uns, ist er angenehm, ja, vom Aussehen, von wie er sich gibt, ja. Dann wird man natürlich schauen, wie sind seine Werte, also welche Werte verkörpert er, passen die auch zu unserem Unternehmen, zu unserer Marke. Dann schaut man sich vielleicht auch mal sein Content an, wie er das produziert, gefällt die Qualität, gefällt euch das, was er sagt. Also dieses Matching muss wirklich, wirklich stimmen. Genauso wichtig ist auch die Glaubwürdigkeit des Influencers gegenüber seinen Followern, seiner Zielgruppe. Ihr sollt auch mal schauen, ob das, was er postet, auch authentisch für ihn ist, also für seine Persönlichkeit. Und das zeigt euch, ob er überhaupt ehrlich in dem ist, was er macht. Wenn das Matching dann soweit stimmt und ihr genau wisst, mit welchen Influencern ihr zusammenarbeiten wollt, dann lohnt sich ein Blick auf die Follower. Schaut mal nach, es gibt ein paar Schnelltests, zum Beispiel in welchem Alter die Follower sich gerade befinden. Das kann man vielleicht gut an den Kommentaren erkennen oder auch eben an den Profilnamen.
Genauso wie Stadt, Land, das ist oft dann in den Profilen angegeben, je nachdem, also auf Facebook ein bisschen mehr als auf YouTube, aber dennoch hat man da ein paar Informationen. Dann schaut man sich vielleicht auch an, in welcher Sprache die Konversation stattfindet. Das zeigt euch schon eigentlich einiges. Ja, das ist zwar ein Schnelltest, am Ende wird man nach Analytics, das heißt nach Statistik, fragen, aber das ist zum Beispiel so ein Schnelltest, den man gut machen kann, um ersten Überblick zu bekommen. Und erst jetzt wird man wirklich auf die Reichweite schauen. Das kann man anhand von sowohl absoluten Zahlen machen, das bedeutet, wie viele Follower hat er, wie viele Kommentare, wie viele Likes, auf wie vielen Plattformen ist der Influencer angemeldet. Das ist die eine Sache, aber viel wichtiger sind die relativen Zahlen, das bedeutet, wenn man zum Beispiel die Kommentare im Verhältnis zu der Followerzahl setzt, genauso die Likes, genauso die Views, alles, also immer im Verhältnis sieht, dann weiß man ganz genau, wie viele Leute man tatsächlich erreicht, wofür man sein Geld ausgibt. Nun habe ich als Bonus für euch ein paar Tipps aus der Praxis, wie man sich Informationen über den Influencer verschafft. Als erstes würde ich schauen, wie viel Werbung macht der Influencer überhaupt. Das heißt, wenn er Werbung wirklich sehr oft macht, dann leidet die Glaubwürdigkeit daran, meine Produkte werden vielleicht nicht die notwendige Aufmerksamkeit bekommen, die ich erwarte. Als zweites würde ich darauf schauen, wie gut ist derjenige mit den einzelnen Experten oder anderen Influencern vernetzt, welche Stellung genießt er in dieser Branche, um einfach Synergieeffekte zu erzeugen, indem er vielleicht viel zitiert wird oder auf anderen Kanälen auftaucht, in meiner Kleidung, mit meiner Marke. Das kann man definitiv nutzen. Drittens, die Kontaktfreudigkeit, wie ich finde, super wichtig. Das kann man sehr gut daran erkennen, wie der Influencer auf die Kommentare antwortet. Macht er das oft oder nicht so oft? Lang oder kurz, das gibt euch so den ersten Hinweis, wie die Zusammenarbeit mit diesem Influencer verlaufen wird. Für mich super wichtig. Was haben wir also nun in diesem Video gelernt? Wir haben gelernt, dass das Wichtigste an der Suche nach richtigen Influencern das Matching ist. Das bedeutet, die Suche ist ein strategischer Prozess mit taktischen Elementen, wie zum Beispiel die richtige Ansprache der Influencer. Aber keineswegs sollte man die Influencer nur anhand der Reichweite aussuchen. Und ja, die Reichweite ist irgendwo ein preisbildender Faktor. Aber wenn alle anderen Parameter, so wie das Matching generell, einfach stimmt. Und ganz wichtig, das haben wir ja noch gesagt, nicht nur auf die absoluten Zahlen schauen, sondern auf die relativen Zahlen immer ins Verhältnis setzen zu der Followerzahl. Zahl. So, also, nun sind wir am Ende des Videos und ich hoffe, euch hat das gefallen und ihr wisst nun, wie man an die Suche nach Influencern rangeht. Ansonsten, was findet ihr so wichtig bei der Suche nach Influencern? Schreibt es unten in die Comments. Ansonsten sind wir eigentlich am Ende des Videos. Wenn es dir gefallen hat, dann gib mir doch einen Daumen hoch. Wenn nicht, auch okay, schreibt es unten in die Comments. Ansonsten, wenn du das noch nicht getan hast, dann lass mir doch ein Abo da, hau die Glocke für neue Updates und wir sehen uns in der nächsten Ausgabe. Bis dahin, ciao!